In der Trondheimer Straße vis-à-vis, wo ich gewohnt hatte, war eine Lumpenstampe. Ich weiß nicht, ob man sowas heute noch kennt oder den Namen benutzt. Und da dachte ich, ich sehe nicht richtig, da saß dieser kleine Mann, ein kleinerer Mann war ja Otto Nagel, dünner, schmächtiger Mensch eigentlich. Wenn man das so von heutiger Seite sieht, saß er da in der Ecke und malte. Und ich war dann neugierig, bin dann hingegangen, habe mich ihm versucht, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen oder zu sprechen. Und er guckte mich ganz großartig an, wie gesagt, ich war ein junger People. Und Zehn habe ich ihm Jahre, dann ne? erzählt, dass ich mit 10 Jahren angefangen habe, dass ich gemalt und ich würde ihm gerne mal zeigen. Sagt er ja, nee, er hat jetzt ja nicht die Zeit, er muss hier sein Bild zu Ende machen, aber er würde denn gerne mal kommen. Und ich sage, aber wenn ich Sie dann nächstes Mal wieder mal treffe, habe ich gesagt, dann sagt er kein Thema. Ich hatte früher eine Menge Aquarelle und andere Sachen so kopiert, meistens Picasso oder frühere Arbeiten. Es war ja die Nachkriegszeit, die Nachkriegsjahre. Erstmal waren sie düster, da ist ja kaum Gras gewachsen irgendwo, die Häuser waren grau und dreckig. Und dann gab es die öffentlichen Büchereien. Die ersten öffentlichen Büchereien, die waren ja kostenlos, da hat man natürlich gerne angenommen, ist dann hingegangen, hat sich ausgeliehen, konnte man sie immer wieder. Ja, und dann habe ich so meine meistens Picasso oder andere große zeitgenössische Maler in der damaligen Zeit. Und habe die dann versucht zu kopieren, Bleistiftzeichnungen und allerhand so eine Sachen. Also hier haben wir wieder ein Bild aus der Picasso-Phase mit dem Titel Junger Römer. Da hatte mir mein junger Mann im Studio Modell gesessen und dann habe ich den dann umgesetzt. Und hier erneut eine Abstraktion, eine Frau in einer Abstraktion mit ein paar Blumen und ein paar Kleinigkeiten. Wenige Handgriffe und schon war die Darstellung perfekt. Auch Anlehnung an Picasso, aber in meiner Version. Ein junger Matador, der Atelier in Mallorca entstanden ist. Ein junger spanischer Stierkämpfer.